Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass ihr draufgeklickt hast. Ich bin heute bei Galileo, also auf der Baustelle Galileo bei Garching. Wieso, weshalb, warum, bleibt dran, in diesem Video mehr. In diesem Gebäudekomplex, hier auf der Baustelle, entsteht unter anderem auch ein Hotel der Hotelkette Countryside by Marriott mit rund 260 Zimmer. Und wir schauen uns jetzt mal einfach auf der Baustelle um und zeigen euch eines der fertigen Zimmer. Also schauen wir rein. Wir werden noch richtig schöne, moderne, helle Businesszimmer. Und was wir an Hoteltest, ohne den Service zu checken, das geht natürlich auf einer Baustelle nicht. Deswegen fahren wir jetzt zurück in die Innenstadt und werden mal gucken, wie so der Service und die Qualität natürlich auch ist, was hier entstehen wird. Das gibt es auch nicht jeden Tag. Und es hat auch nur einen Grund, denn ich bin hier in einer VIP-Lounge mit Bett. Ein Hotelzimmer im Stadion. Und wie du in diesem Bett Platz nehmen kannst, ganz einfach, folge einfach Marriott in den Social Medien. Ich verlinke es unten in der Infobox und wer weiß, vielleicht bist du das nächste Mal auch schon hier dabei. Yeah, we have always music in the dressing room. Okay. And so yeah, I think it's yeah, quite it's a good atmosphere. It's good, yeah. Everybody has his own like ritual, you know. Some of what I say, some of them do some work with the physio, some do some gym work, some of them just wait to go outside and do nothing. Ein Wochenende der ganz anderen Art geht zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war für mich mega, mega interessant. Eben gerade auch dieses Erlebnis mit dem FC Bayern-Spiel in der VIP-Lounge hat mir richtig Freude gemacht. Also hat Spaß gemacht. Das war ein Erlebnis, was man, glaube ich, nicht so schnell vergisst. Auch für jemanden wie mich, der nicht so der Fußballfan ist. Zum Hotel. Ich habe euch ja gesagt, ich möchte ein bisschen Service-Check machen. Und hier passt alles. Die Zimmer sind typische Businesszimmer. Was ich auch sehr toll finde, ist, dass es auch zwei Einzelbetten gibt in den Zimmern, zum Teil, also nicht überall. Und die sind sehr groß, das heißt, man könnte sich auch mal mit Freunden ein Zimmer teilen, was natürlich dann auch wieder gerade in der Lage super ist. Mein deutsches Theater ist hier, mit der U-Bahn ist man wirklich sofort in der City. Man ist ja in der City, man ist ja am Hauptbahnhof. Das ist also eine ganz, ganz coole Geschichte. Und das neue Hotel ist natürlich spitze für alle Fußballfans. Das ist, also wird ein richtig geiles Haus. Also da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, ich verpasse nicht die Eröffnung, weil ich glaube, das wird auch ganz interessant, gerade auch mit dem Gebäudekomplex, was da alles so entsteht. I like it. Ich hoffe, wie immer, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da, noch viel, viel besser. Hier draufklicken, abonnieren, ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben, da habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Also klickt einfach mal rein und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.